So, ja, da sind wir wieder. Ich hoffe, jetzt geht's besser. Jetzt wird das Video dann später wieder nicht in HD auf YouTube liegen, sondern nur in 480p. Das ist auch nicht so schlimm, weil... Ja, ich denke, eben. Ja, uns genau. Auch, uns braucht also, nicht in HD. Wir sind alle nicht so hübsch, dass wir sagen müssten, man müsste uns in HD zeigen. Genau. Doch, ich finde schon, dass du so hübsch bist, dass man dich in HD zeigen muss. Oh. Ja, aber der Einzige. Der Einzige. Oder du auch noch? Nee. Nicht? Also deswegen sitzt du ja am weitesten vorne, weil du der Schönste bist und ich ganz hinten. Ich sitze deswegen vorne, weil ich hier das in der Hand halte. Der Blätterman. Immer noch nicht richtig. Der Blätterman. Der Blätterman ist gar nicht so schlecht, ja. Blätterman. Ja, David Blätterman. Ja, schon. Jan Blätterman. Ja. Den könnten wir auch mal hier ja. Mit unserem neuen Videoreihe, die wir begonnen haben. Leider nicht lustig. Ist leider nicht lustig, ja. Nee. Ja, haben wir auch gehört, aber das hält uns nicht davon ab. Noch mehr zu machen. Können wir später nochmal erklären vielleicht, ja. Was dahinter steckt. Ich blätter jetzt mal weiter. Vielleicht sagt ihr auch einfach mal Stopp. Ja, oh, was die Coming-Rubrik. Coming-Rubrik, ja, Coming-Rubrik erklären wir jetzt auch. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, da ist ein Herr Kujawa, der immer kommentiert. In Coming und auch ein Herr Kujawa managt den Coming-Teil. Richtig. Kannst auch nur managen, weil ich delegiere dann auch das an andere Leute. Genau. Aber dieses Kujawa kommentiert stammt von dir. Das stammt von mir. Was okay. Natürlich auch nicht darüber hinwegtäuscht, genauso wie bei mir es in den News ist, wenn mal was Kleines ist und man ja, gerade nicht jemand zur Hand hat, dann macht man halt ja. Schnell. Dann werde ich auch zu einem Atelier-Expert. Richtig. Ja, genau. Ich meine, eine Mini-Vorschau über ein JRPG kannst du eher schreiben als einen Vier-Seiten-Test. Mhm. Richtig. Genau, aber zum Beispiel ein Mortal Kombat X oder sowas, das lässt man dann den das Herrn. Das hätte ich auch machen können, aber der Herr Schmied hat es sogar angeboten. Ja, der hat geschrien, quasi gefleht, ich. Ja, und dann hat er es mir entrissen. Es war schon fertig. Genau. Und ich war ja so dreist, auch noch Screenshots auszutauschen. Ja. Schlimm. Genau. Ja. Gibt es zum Coming-Tag? Ja. Mortal Kombat? Service-Frage an die Zuseher, werden wir den Test online veröffentlichen, sobald das Spiel da ist? Wissen wir da schon was? Wenn das Spiel kommt und also es wird ja voraussichtlich indiziert werden. Voraussichtlich. Oder keine USK bekommen und damit also, wird es mit einem Heft-Test wahrscheinlich schwierig. Davon ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass wir den Test auf maniac.de haben werden und nicht im Heft aus Gründen des Jugendschutzes und der Indizierung von Mortal Kombat X. Da droht gewisse Gefahr. Genau. Weil auf der Webseite können wir es einfach wegklicken. Im Heft ist es gedruckt und dann bleibt es dort auch. Mhm. Ja. Oh. Und dann kommt Joachim Herrmann zum Beispiel und sagt: Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Zuspannen den Laden. Ja, muss weg. Hm. Ja, dann sind wir im Preview-Teil. Den managst wer? Du. Was heißt ich? Also, wir reden drüber, was es gerade so an interessanten Themen gibt, was wir für Bericht abschreiben können. Was du wo abschreiben kannst, genau. Was es gerade an Informationen gibt, was es an berichtenswerten Themen gibt. Und dann treffen wir hoffentlich monatlich eine nachvollziehbare und abwechslungsreiche Auswahl. So wie diesen Monat Rise of the Tomb Raider. Was komplett anderes ist als Persona 5, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Wirklich, das eine ist interessant, das andere nicht. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Man könnte es so kommentieren, genau. Ist auch wieder was anderes. Ja, jetzt. Ja, jetzt hier. Jetzt. Also, ah, jetzt sind Leute. Jetzt kommt es. Vor allem der ist exklusiv. Den Artikel muss man hier schon mal. Ja, den muss man hier mal zeigen. Exklusiv. Das beste Kannst du mal das blöde Banner wegtun? Hast du den Gesichtsausdruck gesehen? Also es geht um Tembo, the badass Elephant, nehme ich an. Gesichtsausdruck von wem? Ja, von ihm. Ja, wenn er rennt, zum Beispiel von Tembo. In diesem Screenshot. Ja. Wie irre der abgeht. Ja. So volle. Ja. Der hat richtig Energie. Der ist super. Ja, Agro. Ja. Agro. Agro Fun. Tembo. Tembo. Das wäre geil, ein Patch für Shadow of the Colossus. Genau, das ist gut. Wo man auf Tembo reitet. Ja. Und wo das Spiel dann auch gut werden kann. Man killt jeden Koloss, einfach nur indem man dagegen reinreitet. Dann fällt er um und weint. Ja, haben wir exklusiv. Ist ein Sega-Spiel? Nein. Ja. Sega-Publisher. Ja, also im Sinne von, aber wird von wem gemacht? Von Game Freak.
den Pokémon erfinde. Wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Aber der Elefant ist kein Pokémon. Nein. Nein. Was kannst du denn noch erzählen? Oder willst du es den Lesern überlassen, diesen Artikel zu lesen? Nein, ich würde sagen, es ist eine Portion Donkey Kong Country. Es ist eine Portion? Ja. Ich würde sagen, es ist Donkey Kong Country. Nein, mit besserem Hauptdarsteller. Ist ja keine Affe. Also dann ein bisschen Hell Yeah. Schönes Download-Spiel des vorletzten Jahres wahrscheinlich schon mittlerweile. Ja. Was ist noch dabei? Soundeffekte aus Donkey Kong? Ja. Rambo. Rambo ist drin. Der Zappelsprung von Yoshi ist drin. Rambo ist als Stirnband drin. Rambo ist mit seinem Stirnband. Ja, und mit dem Granaten. Zweiter Teil vom Titel. Ja. Tembo. Ja. Community, ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend essen muss. Ihr schreibt die ganze Zeit über Pizza Burger. Ah, nee. Bitte tust du. Nein. Der schaut im Regal schon immer so hässlich. Ja, also das ist echt schon schön. Außerdem gibt es dann noch diese platte Werbung mit den zwei Typen, die ganze Spielzeug echt aus der Höhle. Genau. Ich mag es. Ich wollte was machen, ich bin Salat, ich weiß das nicht. Ja, aber anders ist es ja nicht. Doch. Also aber ich bin ja zu Hause. Danke für die Anregung. Also, ich muss mich hier echt zusammenreißen. Ja. Stimmt. Normalerweise würde ich jetzt rumbrüllen und einen Pizzaburger essen. Ja, ich auch. Und Bier trinken. Willst du denn noch dein willst du dieses Wortspiel, was ich ziemlich gut finde, verraten? Mach mal nicht. Das ist Stargast. Okay. Stargast. Was? Hab ich noch herausgefunden, wer der Stargast ist? Ja. Ich glaube, er heißt Consolero. Aber es ist Hideo Kojima, er hat nur eine Maske auf. Ja. Ja. Genau. Könnte aber auch sein. Was? Wer könnte es noch sein? Iwata Farkis. Iwata Farkis. Wird nicht besser, auch wenn man es wiederholt. Soll ich also wir ausrechnen aus dem Off. Ja. Sind in dem Heft eigentlich auch Letters from Warojima? Letters from Warojima. Sind vielleicht dann später noch auf der Webseite. Gucken wir mal. Ich blätter mal schnell um. Wolfenstein. Hoppla. Ja, The Old Blood. Old Blood. Ja. Ohne Hakenkreuze bei uns? Ja. In Deutschland? Wir haben auch keins gefunden. Auf den Seiten. Wenn ihr eins findet, dann sagt's niemand. Und reingemalte gelten nicht. Das wäre eher ungut für uns. Wolfenstein sieht so aus. Rot. Ist ein Standalone Prequel zu The New Order. Und wird dann auch für, ich glaube, 25 Euro veröffentlicht. Auch nur noch auf den Next-Gen-Konsolen, nicht mehr auf Current-Gen. Ach so. Und, auf Xbox One nur digital und auf PS4 auch alternativ als Disc-Version. Ja. Und man darf Burg Wolfenstein besuchen, stürmen, wie auch immer. Mal wieder. Ich habe eigentlich gestern das ganze Heft gelesen, den Preview gelesen. Ich hoffe nur, dass es dann spielerisch besser ist, weil eigentlich das Schwächste von Wolfenstein war die Burg am Anfang. Das ist richtig. Der Zweite Weltkriegsteil war der schlechteste. Ja. Läuft. Kann man vielleicht noch dazu sagen, ist auch durch die USK gekommen. Ja. Ja, also erscheint ganz klar. Aber war jetzt also ab. Ja, klar. Der ursprüngliche ist ja auch. Ja. Aber ich meine, bei New Order geht schon einiges. Ja, bis auf die Hakenkreuze. Ja, da ist schon ordentlich, da fliegt schon was. Ich habe die Sonnenfinsternis angeschaut. Ich bin heute Morgen mit Bekannten vor die Tür gegangen, der hat mir gesagt, dass es die Sonnenfinsternis ist. Mir ist dann aufgefallen, es fühlt sich alles an, als würde man sich die Sonnenbrille angucken. Ansonsten hätte ich es, glaube ich, nicht gemerkt. Ich hatte noch so eine Brille von 99. Grüße an dieser Stelle. Gut so. Und jetzt siehst du nichts mehr. Weil die Brille defekt war. Es würde mich mal wirklich interessieren, wie viele Leute heute die Sonnenfinsternis angeguckt haben und einfach auch ohne Schutzbrille und wie viele davon jetzt wirklich einen bleibenden Schaden davon tragen. Die sofort blind sind jetzt auch. Sofort blind nicht, aber ich hab gelesen, dass du dann halt irgendwie in der Mitte oder sowas einen dunklen Fleck im Sichtfeld hast. Ist jetzt nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, genau. Ja. Kann beim Autofahren ein bisschen nerven. Ja. Aber das Auge, aber das Gehirn ist ja so gut, dass es einfach. Ja, natürlich. Es schaut dann um diesen Fleck rum. Es ist ein toter Pixel quasi. Ja, genau. Der Pixel. Den kann man nicht bei Amazon reklamieren, kann man nicht sagen. Nicht wirklich. Gibt mir neue Augen. Ist das dann eine Toleranzgrenze? Das weiß ich nicht. Kommt auf die Größe. Hat sie Augen gebraucht, verkauft.
Ja. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch einen Platz auf der Welt, wo du die Augen gebraucht kaufen kannst. Ja. Aber wir machen einfach mal weiter. Ja. In diesem Labor vom Blade Runner. Ja. Die gezüchtet ja. Ganz kurz, Liebeserklärung, Donkey Kong, das erkennt ihr sogar gespiegelt, was es ist. Ja. Hat unser ehemaliger Mitarbeiter... Und Affe, das sagst du, also das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, wer macht ein Affe und wer noch? Das ist ja unser Leser. Ne? Michael Herde. Michael Herde macht so. Ich weiß davon nicht. Das stimmt. Ja, schon eben. Aber es soll angeblich sein Freudenschrei sein. Sein Freudenschrei, wenn er neue Platinum-Spiele hätte. Genau. Manchmal kratzt er sich auch am Kopf. Ja. Der ja sehr groß ist, den finden wir auch. Also der Matthias ist ganz schön gemein. Also, ja, ich hoffe, Michael schaut gerade zu. Ja, das wäre fein. Finde ich lustig. Bricht den Tränen aus. Ja. Das habe ich ihm alles schon gesagt, dass er hier warten soll. Okay, gut. Ja, Liebeserklärung zu Donkey Kong. Einiges zu sehen, einiges zu schmökern. Vielleicht als Erklärung, weil das auch mal als Frage kam auf der Webseite. Eine neue Rubrik seit der letzten Ausgabe. Es war. Ich sehe nichts mehr, Oliver. Es war einmal, heißt die. Es war einmal der Arsch. Es war einmal mein Arsch, genau. Die Memory Cards diesen Monat. Ja. Wird gemacht, auch von einem ehemaligen Maniac-Schreiber. Der ist aber sehr ehemalig. Ja, 2000. Jetzt er kommt. Wann wurde denn die Players eingestanden? Also zweistellig war es noch nicht. 2003? Die Players? 2002? Auf jeden Fall war das von 2002 bis 2004 oder sowas, Maniac Mitarbeiter. August 2004. Vorher war er eben bei der Players, bei unserer ehemaligen PlayStation Schwesterzeitschrift und hat unter dem Herrn Robert Bannert gedient. Gerne gedient. Ja. Genau, er war ein guter Kumpels. Ja, es geht um Thorsten Küchler und er ist mittlerweile wieder freier Autor, oder aktuell freier Autor, sagen wir es mal so. War lange Jahre in Würzburg bei Cypress und bei Computec. In Hamburg auch mal. In Hamburg auch mal. Hat eigentlich schon ziemlich viel gemacht. In Hamburg. Hingekommen. Und trotzdem wird er auf Festivals nicht erkannt. Das ist ein Insider. Ja. Was soll man machen? Kann man nichts machen. Ja. Wenn ihr Anregungen für diese Rubrik habt oder auch Ideen oder was auch immer, was da mal noch rein soll, schreibt uns gerne unter leserpost@manic.de. Ansonsten den Tester würde ich sagen. Ja, den kann man schon. Also wir, was wir drin haben, kann man ja, sagen. Muss es ja nicht. Genau, man muss es ja nicht sagen. Battlefield Hardline war eine ziemlich knappe Kiste. Ja. Mit viel hin und her verbunden. Nicht nur an uns, also es lag halt, es war ursprünglich geplant, wir bekommen das Spiel und ich kann den Solo-Part hier spielen und dann zu einem Event fliegen, wo der Mehrspielermodus organisiert wird, weil ja das Spiel erst gestern erschienen ist und wir natürlich eine Woche vorher Deadline haben. Und dann hieß es, ja, Solo-Part geht doch nicht und dann hatten wir alles abgesagt, dann hieß es aber, oh, Solo-Part geht doch, aber wir können euch jetzt nicht mehr mit zum Event nehmen. Ja, aber es hat ja dann am Ende wirklich funktioniert. Wir haben es noch hinbekommen. Ja. Ja. Genau, wir haben dann doch noch den Solo-Modus hier intern gespielt und den Multiplayer-Part hat jemand anders für uns. Ein ehemaliger Praktikant. Richtig, der seinen Weg an einem anderen Verlag dann in die Branche fand. Genau, der auch besser als wie du Topspin spielt. Ja. Der fährt aber auch nicht so gut wie ich. Der fährt auch besser Rennspiele als wie ich. Ja? Ja. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Okay, aber wer fährt eigentlich nicht besser Rennspiele als wie du? Ulrich? Ja. Das weiß ich nicht. Ulrich nutzt immer die Fahrhilfe, also diese Linie da, die du so nennst, so charmant als Deppenlinie immer bezeichnest. Mhm. Ich nutze sie nicht. Ja, okay. Ja, wie auch immer. Also, Devil May Cry. DMC. Zombie Army Trilogy. Haben wir sogar aufs Cover geschrieben. Super. Ja. Also, ich musste auch herzlich lachen, wie ich es hier gesehen habe. Und, also, ich glaube, so für eine halbe Stunde oder sowas. Das ist auch im richtig gut. Ich habe keine halbe Stunde gelacht. Das wäre eine schöne Szene gewesen. Es ist eigentlich ein ganz, ganz simpler Shooter. Irgendwo rumstehen, es kommen 30, 40 Zombies auf einen Zug laufen, so in die Richtung. Ballert die weg oder sterbt dabei, je nachdem, und dann geht es irgendwo weiter. Genau, so sieht's aus. Also,
Dabei gibt es noch coole John Carpenter-Musik. Also nicht von John Carpenter, aber so der John Carpenter-Style. Das musst du mir 80er Jahre Synthi-Style. So hieß meine Englischlehrerin. John Carpenter. John Carpenter. John Carpenter. Aber Frau Carpenter. Frau Carpenter. Das war die Frau von John Carpenter. Die war nett. War die auch Carpenter oder? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Vielleicht war ein Carpenter. Oder Carpenter. Carpenter. Vielleicht hatte die auch Car keine Pets. Was? Was? Hat keiner verstanden. Nein. Nee. Car keine Pets. Haustiere? Oder eher Pets könnte ja auch. Kaffee-Pets. Wie auch immer. Gamepad. Wir haben Final Fantasy Types Hero HD getestet. Wir haben Xenoblade Chronicles 3D im Test. Genau, den ersten schon den New 3DS Exclusive. Oh, einer deiner Favoriten. Inazuma 11 Go, Chronostones, Flammenball und Donnerknall. Ja. Einer wie viel der davon hast du dir jetzt ausgedacht? Einer der schönsten Spieletitel, wo gibt es. Das sind ja zwei. Ne? Ja, genau. Ja, schon mal fairerweise. Also wie bei Pokémon. Ich glaube, dieser Untertitel kam in Iwata, als er richtig scharfes Chili gegessen hatte. Flammenwall und Donnerknall. Der hatte danach einen Donnerknall. Falsch auf Deutsch. Ne? Richtig, ja. Donnerknall auf dem Donnerwall. Habt ihr diese Woche die News mitbekommen von dem British Airways Flieger? Ja, da hat einer reingeschissen und das Flugzeug musste notlanden. Ja. Also musste umdrehen. Ist das auch so? Ja, genau. Ja, ja. Wo reingeschissen? In die Toilette. Also ins Klo. Aber scheinbar hat er das ganze Klo gesprayt. Ja. Und dann hat es den ganzen Flugzeug so gestunken, dass der Flieger umdrehen konnte. Das ging halt nicht mehr. Okay. Ist halt blöd, also wenn uns das jetzt auf dem Weg nach L.A. passieren würde. Ja. Boah, also ich kann mir das nicht. Also das hat jemand bei Facebook verlinkt und der Artikel, den ich gelesen habe, war auf Weiß.com. Ja, genau. Kennt. Also eine auf Weiß, auf dem weißen Blatt Papier in schwarz. VICE.com. So wie Miami Weiß. Wie Weiß City. Ja. Mir sympathisch, aber halt ein bisschen moderne, unorthodoxe, coole Nachrichten- und Story-Webseite. Und die hat eine sehr schöne Überschrift. Jemand hat so dermaßen in einen British Airways Flieger geschissen, dass er umdrehen musste. Ja. Das ist, bringt es unheimlich gut. Aber ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, also wie das funktionieren soll. Außer derjenige, der auf der Toilette ist, der explodiert. Dann kann ich es mir vorstellen. Also dann kann ich noch was erzählen. Ich stell mir unfassbar gut vor, wie der Typ dann... Der hat sich wahrscheinlich zurück an seinen Platz geschlichen und gar nicht mehr und der Kopf wurde wahrscheinlich immer rückt. Wahrscheinlich. Und vermutlich hat er sich wahrscheinlich auch selbst noch irgendwie befleckt und hat dann nur noch leicht gerochen. Jetzt die Frage, muss man dann Schadensersatz zahlen an die Fluggesellschaft? Wenn er sich nicht gemeldet hat. Ich meine, vielleicht haben sie danach eine Stuhlprobe gemacht und haben das... Er hat von einem Freund gehört, dass... Nee, ich war selber da. Ja, leider. Ach du, okay. Ja, ich war auf einer Retro-Börse, da habt ihr vielleicht schon mal eine M-Games von gelesen, in Bochum und das findet in einem Jugendheim statt. Das relativ, also was die Quadratmeteranzahl und die Raumgröße relativ beschränkt ist. Und es war im Sommer, es war sehr, sehr heiß. Es drängten sich Menschen in einem kleinen Raum und auf einmal fing es an, etwas komisch zu riechen. Und aufgrund der schlechten Luft und der Hitze hat sich das Ganze dann dahingehend entwickelt, dass dann der Raum hat sich entzündet. Für eine halbe Stunde wirklich die ganzen Besucher alle nach draußen in den Garten gegangen sind, weil du es drin nicht mehr aushalten konntest. Auch weil... Aber offensichtlich, weil jemand nicht... Da hat jemand ordentlich einen stehen lassen. Da hat, aber der stand richtig. Also der stand quasi neben mir und dampfte. Also es ist wirklich kein Mist. Ich wollte jetzt sagen, kein Scheiß. Das war es aber. Also man hat dann wirklich die Türen aufgemacht und die Leute sind rausgegangen. Und haben dann erstmal gewartet, bis sich das verzogen hat und dann ging die Messe an. Du wolltest jetzt quasi hier mit bekannt geben, dass... Entschuldigung, alle, die es hören, ich weiß nicht. Aber es gab keine Spontane. Mann, wer zum war Glück das nicht, denn? Zum Glück nicht, weil du darfst ja da nicht rauchen. Ja. Sonst wäre es fies gewesen. Ja, was haben wir denn hier noch? Screamride, da könnten wir Ulrich mal zu uns bitten, wenn er denn will. Sonst müssen... Ja. Will er nicht? Ulrich hat Urlaub. Ulrich ist offiziell gar nicht hier. Ulrich ist gar nicht versichert. Er ist nicht versichert, eben. Wenn er jetzt hierher kommt, über ein Kabel stürzt und tot ist, dann haben wir den Salat. Ja. Hier nachspielen. Was musst du denn eigentlich noch einblenden? Kommt noch was? Ja, aber das kommt doch erst am Schluss. Erst am Schluss? Achso, jetzt weiß ich, was du machst. Ja, the best comes at the end. Hier. Best is yet to come. Das muss ich ja gar nicht mal näher in die Kamera halten. Nachspiel? Ja.
Wir haben uns gedacht, nach vier Jahren wäre es mal Zeit, den Leuten auch zu erklären, was wir in der Rubrik Nachspiel auch machen. Nein, Spaß beiseite. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Wir haben es ein bisschen erweitert. Es gibt jetzt hier eine, wie wir das bei uns nennen, eine Startseite. Und, wie ist es im Download und im Import? Genau, da gibt es auch jetzt zukünftig News. Was gibt es denn hier noch? DLC-News? Ticker, also zu DLCs. Kolumnen, auch, Kommentare. Es soll Kommentare geben zu vergangenen, also zu frisch vergangenen Spielen, wenn die Story besonders blöd war oder besonders gut war oder wenn irgendwas im Nachhinein aufgefallen ist, dann kann man das alles mal da reinschreiben und Meinungsstücke machen und auch zu Gerüchten, zu DLCs und sowas, das soll alles rein. Genau, also wir haben einen News-Sticker, wir haben ein bisschen Vorschau auf kommende DLCs. Dann natürlich weiterhin, wie gewohnt, die Tests von Download-Episoden, von Download-Episoden. In diesem Monat. Und Download-Episoden. Ja. Genau. Bisschen DLC dazwischen. Add-ons und DLC. Ja. Genau. Richtig. Das ist jetzt gerade entfallen gewesen. Ja. Wir haben wieder eine Doppelseite über Collector's Editions. Für die Sammler unter euch. Genau. Für alle Sammler. Nur exklusiv. Also ich glaube, es gibt nicht viele... Es gibt, glaube ich, auch keine Webseite. Nein, auch vor allem niemand, der dieses geile Special Edition so professionell bewertet, was die gewiegt von The Order. Genau. Wenn ihr irgendwo im Netz fündig werdet, wo jemand anders auch noch irgendwie die Kilogrammzahl oder meinetwegen dann auch die Pfundzahl von Special Editions angebt, dann schreibt uns bitte. Und die genaue Größe von Landkarten, die dabei genau, sind. Genau, aber so zum Beispiel weiß ich hier, wenn ich reinschaue, dass die Order 1886, die US-Import-Version, und zwar die Blackwater, nicht die Blackwater, sondern die Premium Edition heißt sie in Amerika, die wiegt 3100 Gramm. So viel wie ein Neugeborenes, ungefähr. Oder mein Schnitzel. Dein Schnitzel. Ja. Oder ein Schnitzel. Ja. Wenn ich mal wieder eins esse, dann wird das mindestens. Toller Download-Bereich. Ja. Toller Download-Bereich. Ja. Ich mache jetzt hier mal, decke ich das mal an. Wenn eine extra Lachspezial ist und dann so am Tag drauf. Ori. Genau. Ori zeige ich euch hier. Ori. Bisschen weiter weg. And the Blind Forest. Genau. Ein Metroidvania Jump'n'Run. Ja. Allererster. Jump Metroidvania. Genau. Schult auch ein bisschen. Jump. Shoot'n'Vania. Ja. Weiter. Ja. Bild hübsch und sau schwer. Und eher gut. Ja. An einigen Stellen, oder nicht? Ja, aber also, was soll ich jetzt sagen? Ja, also da muss man schon mal ein bisschen mehr kommen damit. Also. Ja, du musst jetzt mal von deinem Profispiel-Level einfach so ein bisschen sagen, so der Normalo, für den ist es dann sauschwer, für dich ist es natürlich... Ulrich fand es sauschwer, schreibt in seinem Meinungskasten. Ja. Das kann ich sagen. Und für den Sascha war es so ein... Ja, macht man mal nebenbei. Hat daneben noch einen Artikel geschrieben und mit der anderen Hand. Der anderen Hand gejoyboarched. Ich hab's vorhin gehört. Ich habe gestern mit meinem besten Freund ein bisschen PS gespielt und dabei fing ich dann auch an zu joyboarden und der meinte dann auch, hast du einen an der Waffe? Was heißt denn das überhaupt? Und dann habe ich ihm das erklärt und es fand er lustig. Ja. Aber die Erklärung, also die hat keinen Sinn gemacht, deswegen fand das lustig. Nee, ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Aber der Olli, der hat Longboard fahren, deswegen. Genau, das ist auch der apropos Longboard fahren, Olli 2. Ja, Zwei Olli-Ollis auf einem Longboard. Ja. Was kann denn Herr Matthias Schmid, der hier sein super Gesicht macht, dazu sagen? Da geht auch kein anderes Gesicht. Das ist super. Also er sagt mir hier im Faktencheck, was geht ab? 50% hinfallen. Weil du so schlecht bist oder weil das Spiel so das ausgelegt hat? Weil das Spiel, du hast es ja schon gelesen, ähnlich wie Trials ausgelegt ist. Man probiert es 100 Mal und einmal hat man halt einen geilen Run. Ja. Und davor haut es einen dauernd auf die Fresse. Und man macht Tricks und perfekte Landungen und jetzt neu im zweiten Teil Manuals, um Tricks mit Tricks zu verbinden. Also ich stell dir vor, du machst einen coolen Trick in einem, sagen wir mal, Einkaufszentrum, die Treppe runter,
Ja. Mit deinem Skate, mit deinem Longboard oder Skate? Mache ich morgen wahrscheinlich. Genau, in Augsburg in der City Galerie. Und dann kommt so ein kurzes Zwischenstück, wo du läufst und dann kommt wieder eine Treppe. Und an diesem Zwischenstück landest du jetzt nicht mehr normal, sondern du machst einen coolen Manual, sodass du irgendwie mit dem Skateboard so über den Boden schredderst und dann springst du wieder ab und machst noch einen Trick. Das sind halt Grinds ohne Rails. Grinds auf dem Boden, genau. Ja, aber ein Manual ist doch, wenn man auf nur zwei Rollen fährt. Ja, wenn du eben vorne ja, ja, und genau. So verbindest du das und kannst halt Level wirklich in einer langen Kombo. Genau. Weil die waren bei Skate damals, waren die auch wichtig, um Kombos irgendwie hinzukriegen, genau, aber waren auch eben ziemlich schwer. Genau. Und das PJ ist sehr Kombo. PJ-Kombo. Ja. Ja. Hier sehe ich auch noch ein schönes Spiel, es nennt sich White Knight. White Knight ist auch sehr gut. Ja. Hat auch der Herr Schmidt getestet. Und er ist eigentlich eher so ein nicht so ein Schisser beim Spielen. Ich war früher schlimmer. Aber okay. Also nach Dead Space hat mich ein bisschen PT PT habe ich auch gespielt. Es war ein interessantes Experiment. Ja, war interessant. Ich fand es perfekt. Das Experiment das mit dem in die Ritter. Aber ein Spiel komplett schwarz-weiß, richtig? Ja, genau. Okay. Ganz schwarz. Ein sehr, sehr cooler Look. Ein sehr schönes Grusel-Adventure mit Hideo Kojima und Wario Farkas. Und sein Vater. Sohn. Seine Mutter. Vater, seine Mutter. Ja, Prominenz heute hier auf der Couch. Die Stargäste. Ja. Okay. Ja, ich blätter einfach mal weiter. Import. Ein exklusiver Importtest? Ja. Tales of Zestiria. Zestiria. Ein Japan-Import. Richtig. Die können ja gar kein Japanisch. Da können wir nur sagen, der Autor, der hatte Unterstützung von... Einer anderen Autorin. Einer Frau, die Japanisch-Deutsch kann. Und von daher. Japanisch-Deutsch kann. Japanisch-Deutsch. Ja. Ist das eine eigene Sprache? Das ist quasi so das Äquivalent zu Denglisch, genau. Ja. Das Englisch war ein Film mit Adam Sandler. Leider. Und mit Penelope Cruz, glaube ich. Okay, kann sein. Ja. Apropos Adam Sandler, ist der neue Pixels? Nein, Kaufhauskopf. Oh. Aber war das nicht mit Kevin James? Ja, aber wir sind ja... Achso, die sind da ein und dieselbe Person eigentlich. Quasi, das. Kevin James kann sie manchmal teilen und dann ist es Adam Sandler und Ben Stiller. Ja, zum Abschluss von der Heftvorstellung haben wir hier noch einen Schmankerl von unserem Autoren Wien Forster. Habe ich gestern auch gelesen, den Artikel. Hast du gestern auch gelesen? Da geht's hier. Ja, da wirft er ein. Ja, hier, also Spiele aus der Ukraine heißt der. Damit ihr wisst, wo die Ukraine ist, haben wir eine Weltkarte abgedruckt. Und damit ihr wisst, wo Ukraine auch blau eingefärbt. Ja, und auf meinen Wunsch noch Sonnensystem. Noch Minsk eingefügt. Ja, wir haben Minsk eingefügt, wir haben Klitschko Tschernobyl benannt, glaube ich. Ja, richtig, da war davor nur ein, richtig. Ein Radioaktivsymbol. Radioaktivsymbol über Kiew. Richtig. Ja, genau. Haben wir noch irgendwas eingefügt? Luhansk? Nein. Weiß ich nicht mehr, was das sonst drin mag. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf deinen Anraten haben wir das eingefügt. Ja, es geht um Spieleentwicklung in der Ukraine, was die aktuell für Probleme haben, was aus der Ukraine bislang kam, welche Studios. Kurze Antwort, nein. Was? Nein. Kurze Antwort, nein. Also, das ändert das Spiel, das nein. Ändert er nicht. Das ändert es jetzt nicht. Alien Isolation? Ja. Ja. Okay. Aber danke für die Frage. Ja. Ist auch ein Interview dabei. Der Winnie hat mit. Ich hoffe, mit einem der Klitschkos. Ja, und Mischnitte. Er hat mit einer Frau von Frogwares gesprochen. Genau. Auch schon mal getroffen haben wir auf dem Event. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, aber Olga Ryschko wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwie sowas. Oder Ryschko? Ja. Wie schreibt man die? RYZHKU. Kopf. Ryschkova. Eigentlich müsste ja Ryschkova heißen. Weiß ich nicht. Also normal enden Männer ja aber off und Frauen auch Hover. Aber ich glaube, ich habe noch eine Visitenkarte von mir, ich meine, sie heißt so. Heißt deine Schwester dann Hover? Hoffer. Ja. Bitte? Hoffer heißt sie. Nee, jetzt nicht mehr. Goldene Hoffer. Jetzt heißt sie Stöcker. Ich Hoffer. Sage nur Hoffermann. Ja. Ja, wie auch immer. All Hoff is lost. All Hoff is lost. Genau. Also All Hoff is lost. Ja. All is lost. Ja. Egal. All Hope is lost. Auf der Rückseite seht ihr noch eine Anzeige für Bloodborne. Ja. Leider hat es dieses Spiel nicht rechtzeitig ins Heft geschafft.
Wir haben, oder unser Autor, der das bearbeitet, der hat gestern erst die Testversion bekommen. Es gibt ein Embargo, das läuft nächste Woche Dienstag aus. Und da werdet ihr dann pünktlich auch den Test auf maniac.de finden. Und Ende April in der nächsten Ausgabe im Printmagazin. Ja. Dann noch mit zusätzlichen Meinungstesten. Genau. Da könnt ihr euch dann auch noch mehr freuen. Ja. 10 oder 20 Meinungstesten. 10 oder 20 Meinungstesten, richtig. Genau. Ja. Also ich will es spielen. Ob du mir dann den Meinungstesten gibst, das sehen wir dann. Aber ausprobieren möchte ich es auch. Sascha auch spielen, Tobias will es auch spielen. Ja. Ich, du hast noch eine Überraschung ja, jetzt. Ich muss aber jetzt erstmal gucken, weil ach, du musst jetzt erstmal hier. Der hat sich abgemeldet. Das ach, der hat sich abgemeldet. Zeig bloß du. In der Zeit kann der Sebastian ja so ein bisschen erzählen, wie es ihm hier so einfach mal. Jetzt ernsthaft oder wie es. Nein, den Text, den wir dir zugeschickt haben. Ja, stimmt, ja. Okay. Nicht also, den Teil mit den Fußfesseln und so. Nee. Also okay. Schon den wir vereinbart hatten. Achso, okay. Ja, es war wunderschön. Ich wurde hier. Der rote Teppich wurde ausgerollt. Sogar der rote. Ja, du genau. Darfst auf dem roten Schuh sitzen. Dem, ja, wo der Schmied noch also saß ich und kann. Gesagt hat, ich hätte eine Piratenklappe auf und so, weil ich mir zwei Leute im Chat begrüßt hätte und so. Nein, es war sehr schön. Ich arbeite ja schon seit ein paar Jahren jetzt für maniac.de und es ist einfach mein Traumberuf und es war heute ein wunderschöner Tag. Man muss vielleicht dazu sagen, dass du nicht nur das machst. Nein. Also, nein. Sondern du studierst noch. Ja, genau. Student und Nachhilfelehrer noch. Also, das ist einiges. Welche Fächer? Also theoretisch alles, praktisch. Alles, krass. Alles. Ja, Moment. Moment. Praktisch. Kochen. praktisch ist so die Nachfrage: Deutsch, Englisch, Latein noch. Okay. Ja. Mathe ab und zu, wobei. Das ist schon. Also, es sind die Sprachen normalerweise so diese Individualfächer. Dann kannst du uns ja mal in Deutsch Nachhilfe geben. Kann stimmt. Dir vor allem. Mir vor allem. Ja. Ja. Und läuft oder läuft ich nicht? Ich kann jetzt. Du kannst echt, du kannst ich, doch. Jetzt kann ich. Okay, dann. Jetzt kommt, kannst du. Kommt jetzt hier ja, noch ja. Das obligatorische Bam. Abo-Cover. Wow. Mit Hand. Die wird aber die nicht mitgelegt. Hintergrund hält. Und ja. Auch das kann man hier wieder wunderbar. Oh, das ist toll, oder? Diese Technik. Also nicht nur deine Oma weiß nicht, wie es geht, auch ich weiß nicht, wie das funktioniert. Sensationell. Du weißt, ich bin total hin. Das ist unser Abo-Cover ja. Mit Ori. Ja. Ori. Ja. Ori. Ja, genau. Ja, genau. Ich hoffe, wir haben da den Geschmack getroffen. Der eine oder andere hat sich in letzter Zeit ein bisschen beschwert, oh, da ist zu viel Gewalt oder Düster oder was auch immer drauf. Jetzt gibt es das genaue Gegenteil. Super süß. Super bunt. Ja. Ich habe irgendwo die Kritik gelesen, dass auf unserem Cover wieder so viel, auf dem Heroes-Cover so viel Gewalt war in letzter Zeit. Da kann mich aber nicht erinnern. Mortal Kombat, ja. Aber Witcher aber war nicht heftig. So Final Fantasy. Ja. Also die waren vielleicht, es waren aggressive Typen drauf, aber Gewalt war jetzt. Ja, aber jetzt das sind ja auch aggressive Typen. Also die Final Fantasy Boyband, die schlachten einfach Leute, also die Viecher ab. Die sind auch total aggressiv. Ja. Die auch, hier. Ja. Die sind aggressiv süß. Wisst ihr, was Chris Conter meint? Nein. Was denn? Ihr ich DK glaube, das ist aus der Liebeserklärung. Ja. Schon. Ach, jetzt? Ja. Ah, ja. Richtig. Achso. Genau. Ja. Gut, wir sind jetzt auch gleich raus. Ja. Genau. Schauen Sie alles nochmal auf YouTube angucken. Richtig. Ja. So sieht's aus. Ja. Sollte man sie. Ja, so, ich mal am Wochenende nochmal. Hat dann zwei Teile, weil wir haben ja nochmal neu gestartet, damit ihr Bescheid wisst. Genau. Wir verabschieden uns. Wir gehen jetzt ein bisschen Joy-Watchen. Genau. Und dann gibt es vielleicht auf demnächst den David Blätterman. Da müssen wir mal noch schauen, was wir daraus machen können. Der Blätterman. Ja. Vielleicht ist er beim nächsten Mal da. Statt uns. Statt Böhmermann. Genau. Blätterman. Ja. Vielleicht fällt uns da irgendwas ein. Wir verabschieden uns. Genau. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Peace out. Ist auch wirklich schön. Also es ist wirklich schön. Ja, das Wochenende wird schon wieder schlecht. Wirklich. Montag wieder schön. Ja. Dafür Montag, wenn es hier in die Redaktion geht, dann wird es wieder schön. Arbeitgeberfreundliches Wetter. Dann lege ich mich heute nochmal nackt in den Raum. Aber wenn es jetzt hier draußen kacke ist, dann kann man ja drin auch ein bisschen spielen. Ja.
Macht man ja sonst gar nicht so. Ich bin da von diesen Videospielen nicht so überzeugt. Das nicht durchsetzen. Also, wenn es nicht besser ist, dann spiele ich nie drin. Ja. Also. Weil ich hier hinten gerade noch die Gitarre sehe, Rockband-Gitarre. Ja. Rockband ist ja angekündigt worden. 60 Frames, 1080p. Bam, ja. Was sagst du jetzt? Irre, ich sag, oder? Ich sag dazu, der Dennis sagt, das ist wichtig. Ja. Also, das könnte auch gefühlt in 480p laufen. Das ist doch gut möglich. Aber das ist ja nicht in 60? Was wollten. Nee. Nicht? Hat geruckelt, hat der Guck mal gesagt. Kommt mal nicht spielen. Also, ich wollte nur sagen, es braucht heutzutage keiner mehr. Bitte? Was? Was wolltest du denn jetzt eigentlich sagen? Ich wollte sagen, ich habe mich doch gesagt, dass das... Haben wir nächsten Monat im Test? Nein, haben wir nicht nächsten Monat im Test. Nein, aber ich finde, dass es keiner mehr braucht heutzutage. Ein neues Rockband. Ich finde, das hat sich überlebt. Nein. Wird bestimmt gut. Ich glaube auch. Das wären dir dann alle 5 Milliarden Käufer das Gegenteil. Richtig. Also ich freue mich drauf. Spielen wir mit unserem Banner. Du spielst mit unserem Banner. Ich fand die super und ich spiele die immer noch gerne. Jetzt ist hier die Gitarre kaputt gegangen. Ich glaube, wir machen Schluss. Wir haben ja noch eine. Ich glaube, wir machen Schluss. Genau. Wir machen Schluss für heute. Jetzt over and out. Ja. Schönes Wochenende. Und nur drin spielen, wenn das Wetter draußen schlecht ist. Wie lange muss ich denken? Ich winke noch weiter.